Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen zu Corona TV. Es ist am Morgen um 10 vor 4 Uhr. Ich wollte jetzt eigentlich gerade ins Bett gehen und schaue gerade im NTV. Da gibt es auch so Dokumentationen und zwar der Titel Tierische Superhelden. Und ich wollte eigentlich jetzt wirklich abstellen, weil ich bin langsam müde. Und jetzt haben die tatsächlich, und zwar geht es um Schildkröten. Und zwar wieder um das Thema Magnetit. Und zwar, das habe ich nicht gewusst, dass auch wir Menschen Magnetitkristall in unserem Kopf haben. Jetzt, die sind aber so gering, dass sie eigentlich uns im Kopf keinen Nutzen haben. Hingegen bei den Schildkröten, die haben einen viel höheren Gehalt an Magnetitkristall. Das heisst, dass quasi durch das Magnetfeld von unserer Erde sie quasi wie so ein Navigationssystem leiten, wo sie hin schwimmen müssen oder wo sie dann in gewissen Regionen können leichen. So, und was hat das mit Corona zu tun? Ganz einfach, weil in Japan hat man nämlich in den Impfstoff Magnetit gefunden. Und Magnetit eben ist ein natürlicher Magnetismus, der in unserem Körper oder einfach alle Säugetiere oder auch einfach fast alle Tiere, das in sich rein haben. Vor allem auch Zugvögel zum Beispiel, oder? Und bei uns, eben, ich sage, bei uns Menschen ist es am geringsten. Das heisst, dass die eigentlich keine sinnvolle Stasi hat. Aber wenn man natürlich geimpft wird und natürlich einen massiven Zuwachs von Magnetit hat, dann können unter Umständen mit Magnetwellen die Leute so gesteuert werden, dass der Staat quasi die Leute quasi, ja, die sich geimpft haben, wo das Magnetit verstärkt im Körper vorkommt, vor allem eben im Kopf oben, dass man eigentlich so kann die Leute steuern kann. Und ich weiß, was ich denke, der spinnt, der schaut zu viel Science Fiction, das ist Utopie, oder? Aber ich müsste ja nicht Akte X-Fan sein. Aber schaut mal ein paar Folgen Akte X, vor allem aus den neuen Staffeln, oder? Weil, oder auch von vorher, oder? Und von damals, ich meine, das ist in den 90er Jahren produziert worden, im 93 ist die erste Staffel gekommen, oder? Und schon damals hat man gesagt, das ist Utopie, so etwas gibt es gar nicht, das ist Science Fiction, oder? Und auch schon damals, im Akte X, hat man über das Magnetit thematisiert, oder? Und jetzt mit dem ganzen Impfblödsinn, oder? Kommt das wieder auf. Und darum sage ich von Anfang an, ich traue der Pharmaindustrie nicht und unserem Staat nämlich auch nicht. Ich meine, wenn genug, ich vermute wahrscheinlich, wenn wirklich genug Magnetit bei einem Mensch im Körper ist und das quasi im Kopf hin, so, tut sich ablagern, oder? Da bin ich durchaus der Meinung, dass man mit gewissen Magnetstrahlen oder einfach gewissen Strahlen Menschen so kann steuern kann, dass der Staat ihnen quasi sagt, was sie dann schlussendlich zu tun haben. Ich weiß, was sie denken. Der spinnt, der Utopie. Sicher? Da wäre ich nicht so sicher. Und dann etwas anderes noch wegen der Impfungen. Wir haben gestern Samstag sind meine Mutter und ich gepostet gegangen. Wir haben wieder einmal Leute gesehen, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Und ich muss wirklich sagen, ich bin schockiert. Ich meine, meine Mutter und ich, wir kennen so viele Leute zu Ostern, vor allem ältere Leute, die sich leider auch geimpft haben. Und die sterben uns wirklich weg. Also, ich meine, ich habe schon, also, das ist verrückt. Die Leute, gesunde, ältere Leute nach dem Impfen plötzlich irgendwelche Krankheiten.
Und sterben dann. Es ist verrückt, Leute, es tönt das nochmal überdenken. Also, wie schon gesagt, auch wenn meine Freiheit momentan beschränkt wird, oder? Also ich lasse mich nicht impfen. Und wegen der, übrigens da die Vorlage da wegen dem Covid-Gesetz am Ende November. Jetzt tun ja die, wo ja befürworten, haben eine Überschrift, das Gesetz für alle. Ah ja, für alle. Ich spüre von dem Gesetz nicht. Im Gegenteil, ich werde gefoltert und diskriminiert und angelogen und isoliert und alles Mögliche, oder? Also das Gesetz ist nur für die verseuchten Geimpften nämlich sinnvoll. Alle anderen bringt das nämlich nichts. Und daher, Leute, ist ganz wichtig, das Covid-Gesetz, Vorlage, unbedingt ablehnen. Aber da kommen wir dann später nochmal dazu, wenn dann die Unterlagen dann da sind und da tue ich mich dann dementsprechend konkreter ausdrücken. Lustig, ich wünsche euch einen ganz schönen Sonntag. Es gibt wieder ja, herrliches Wetter. Geniesst es. Und ja, spätestens heute Abend nach dem Sonntag der Kommentar. Tschüss zusammen.